wo liegt der Solarplexus, also dieses Nervengeflecht, und wie sieht das aus? Geh nicht gut rein. Es liegt hier mit drin, braucht man andere Organe dazu, damit man es besser sieht. Mhm. Wenn du hier schaust, hier gehen viele Nerven zueinander. Das ist der Bereich vom Solarplexus. Und da gibt es ein paar Nerven, die sogar ineinander ziehen, also wo so eine Art Ganglien entstehen. Mhm. Das ist dieser Bereich. Okay. Die andere Fragen, Dünndarm, was hat es damit auf sich? Lage, ist das klar? Stopp. Nee, nicht. Duck. Der Dünndarm, was genau? Also der Magen fängt an, die Sachen zu zerwetzen. Mhm. Und der Dünndarm macht dann aber eigentlich den Großteil der Verdauungsarbeit, oder? Genau. Dünndarm zersetzt weiter, vor allem in diesen ersten Abschnitten hier. Das heißt, Duodenum, 12-Fingerdarm, gehört schon dazu, ist aber so eine Erweiterung von Magen. 12-Fingerdarm auf Deutsch, Duodenum. Geht dann weiter ins Jejunum. Ob ich das euch hier auch so mit zeigen kann. Das ist dieser Teil von Jejunum. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Und das nennt man Ilium, also wie das Becken quasi schon, wo wirklich in diesen beiden Teilen eine fußballfeldgroße Fläche erreicht wird, auf den 7 Metern, die das Ding lang ist. Über ganz feine Haare und Ausstülpungen, Falten, wie ein krünscheliges Gesicht, wo einfach feine Härchen mit in diesen Nahrungsbereich reinstehen, um Dinge zu resorbieren, aufzunehmen. Das, was vorher zersetzt wurde, zerkleinert wurde, in eine Verpackungseinheit, die wirklich ins Blut transportierbar wird. Also von großen Fetten in, lassen wir es sehen. Genau. Ja? Dafür ist der primär da. Hat auch eine Menge zu tun mit unserem Immunsystem. Das ist nachher auch nochmal mehr im Dickdarmbereich. Aber alles in kleine Häppchen zerlegen zu können und für mich aufnehmbar zu machen. Ähnlich wie in der Atmung, äußere Atmung, diese Bewegung, innere Atmung, es braucht diese Permeabilität. Diese Grenze, die aber durchlässig ist, also eine verbindende Grenze in unserer Sprache, die manche Sachen durchlässt und zu manchen Sachen auch stoppt. Genau das haben wir im Dünndarm und in der Lunge besonders stark. Und das, was außen ist, mit innen gefiltert austauschen zu können. Und ohne Dünndarm könnte man eigentlich nicht leben. Nee, also vielleicht im Sinne von, wenn du die ganze Zeit intravenös ernährt werden würdest und so, habe ich noch nicht von gehört. Also man kann Stücke entfernen, aber ohne Dünndarm nicht. Ohne Dickdarm geht ganz gut, ohne Milz geht. Also es gibt so einige Sachen, die funktionieren. Ohne Bauchspeicheldrüse oder so geht nicht, ohne Herz geht nicht, ohne Lunge geht nicht. Und dann noch als zusätzliche Frage, einfach damit ich nicht mit den Gärmen orientieren kann. Der Dickdarm hat dann vor allen Dingen nochmal eine Wasserwiederaufnahme. Genau, der hat auch eine Resorptionsfunktion, aber wenig von Nährstoffen. Der Körper probiert, die hier schon rauszufiltern. Damit das da aber gut läuft und damit die Härchen nicht verkleben, ist da sehr viel Wasser bei. Das ist ein richtig dünner Brei. Das wäre aber schade, wenn wir immer so viel Wasser abgeben würden. Dann müssten wir 5-mal am Tag auf Toilette laufen und würden irgendwie 2-3 Liter da loslassen. Das heißt, der Darm resorbiert das Wasser zurück und recycelt das. Und das heißt, jemand, der dann den Dickdarm nicht mehr hat, hat wahrscheinlich eine ganze Menge Scheiße zu erledigen. Das kann sein, gibt es aber unterschiedliche Sachen zu und kann man auch medikamentös mit drauf ein. Okay, wunderbar. Danke. Mhm. Zwei Fragen. Die erste Frage lässt sich ganz schnell beantworten. Da, wo der rote Strich oben ist, wie heißt der Muskel nochmal, der sozusagen dann... Du hast ihn gerade genannt. Der heißt Pars Cardia, soweit ich weiß. Ja. Vom Cardia. Magen, also das ist der Magenpförtner auf Deutsch. Ja. Pars Cardia. Und der liegt gleich mit am Herzen. Okay. Also in Richtung des Herzens. Okay.
Okay. Ist nur das Zwerchfell dazwischen, aber der liegt so weit oben hier, dass man das als vom Magen den Anteil, der am Herzen ist, sozusagen. Könntest du jetzt nochmal mit Hilfe dieser Software das sogenannte endokrinische Nervensystem zeigen? Nicht wirklich. Nee, leider nicht. Weil das ist in den Wänden des Dünndarms. In den Wänden drinnen? Ja. Das sind nicht die Nervenfasern, die ich eben schon mal gezeigt habe und wieder weggenommen habe. Das ist in den Wänden des Dünndarms. Das wäre dann auch meine Frage nochmal, wo die dann liegt. Okay. Ja. Ja. Also für uns erstmal kannst du dir vorstellen, das sind eigentlich so Würste. Also wird ja auch tatsächlich daraus gemacht, zumindest bei Schweinen werden aus dieser Pelle, aus dem Darm, Würste gemacht. Und du kannst dir auch vorstellen, vielleicht erinnert es dich daran, wenn ich euch das Gehirn öfters schon gezeigt habe, das sieht ja fast aus wie das Gehirn, so ein Großhirnrinde. Das ist auch unser erstes Gehirn, evolutionär betrachtet. Also Darm gab es vor dem da auf jeden Fall. Wir sind quasi ein Darmrohr, biologisch gesehen. Also auch der ganze Rest von uns. Und das Spannende ist halt, dass in diesem Darmwänden, der hat jetzt nicht so eine hammerkomplexe Funktion motorisch. Der macht so wie das Herz auch. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Aber es gibt halt unglaublich viele Nervenfasern da drin, wo nicht so richtig klar ist, wofür. Deshalb wird es oft als Bauchhirn bezeichnet und ich würde lieber mit euch dort praktisch eintauchen, um wirklich mal zu erfahren, ist das, wenn all das stimuliert wird, was macht das mit dem? Ja? Wichtiges zum Dünndarm? Stopp. Ganz eine letzte Sache noch. Natürlich ist das normalerweise, das hatte ich aber jetzt anders vorbereitet, überlagert von Muskeln und Faszien. Ganz schön viele. Ne? Das heißt, da liegt ein bisschen Schicht drüber. Ihr seht so ein bisschen wie viele Schichten. Kann sich streiten, 3 bis 4. Und last but not least haben wir auch ein Stück weit noch die Faszien mit drüber. Das heißt, so wie ich mich mit dem annähern mag mit euch ist, wir brauchen ein Schicht für Schicht tiefer tauchen, um da ranzukommen. Das, was wir in den letzten Tagen schon gemacht haben, oft mehr verständnismäßig, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes tiefer und tiefer zu begreifen. Und da werden wir dann mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden, zuerst bekannten, dann weiterhin auch nochmal neue Behandlungsmethoden übergehen, wo wir mit der Vibration nochmal arbeiten und so Dinge, die wir gestern schon hatten. Wo wir dieses Feinspüren von, wie ist das, wenn ich in meinem Bauchzentrum verankert bin, da meinen Schwerpunkt habe und dann die gleiche Technik mache, hat das den gleichen Effekt? Ja, nein, kein Unterschied sichtbar, gerade jemand eingeschlafen, um das ein bisschen zu überprüfen. Ist es nur die Hands-on-Technik oder ist es auch die Motivation und der Platz, von dem aus ich handle? Das ist meine Intention für heute, mit euch da einzusteigen und sonst auch Spiele zu machen und so, um Übungen vorzuüben an etwas, um dann das am Menschen direkt wieder machen zu können. Okay? Gut, dann haben die anderen das nämlich direkt auch ausgelegt.